aufstehen. Na los. Wir stehen hier mit der Sonne auf in Kalifornien. Auch wenn die Sonne nicht scheint, was ja vorkommen kann. Guten Morgen, Feldwebelchen. Habe ich Frühstück bestellt? Was soll das Ganze? Guten Morgen. Wissen Sie denn überhaupt, was ich frühstücke? Das ist eine meiner besten Ideen. Ein von Hellsehern geführtes Restaurant. Speisekarten brauchen wir nicht. Wir sehen, was die Gäste wollen. Ich habe Pfannkuchen gesehen. Wenn das so ist, hätten Sie auch sehen müssen, dass ich jetzt keine Zeit für Sie habe, Sandra. Ich erwarte Besuch zum Frühstück. Aber ich habe die Information, für die Sie mich bezahlt haben. Kein Interesse? Ich habe Sie gesehen heute Morgen. Sie kam zu mir mit Cici Capwell. Ich sah, wie sein Herz ausgesetzt hat. Weil Sie ihm etwas ins Herz gebohrt haben. Geschieht ihm recht. Sind Sie deshalb hier? Um Edens Daddy etwas anzutun, sieht fast so aus. Nennen Sie das Information? Ihre Trance-Zustände interessieren mich nicht. Ich wollte Hintergründe und Zahlen, aber keine Visionen. Und jetzt verschwinden Sie. Sie sollten nicht vergessen, dass ich einiges über Sie weiß. Hallo! Das Frühstück ist gerade serviert. Fangen wir an zu arbeiten. Wie? Ich verstehe Sie nicht. Hatte ich das nicht erwähnt? Sie werden ein paar Gerüchte für mich ausstreuen. Ob ich noch auf bin? Nein, Cruz. Ich führe Ferngespräche meistens im Schlaf. Denen geht's gut. Chip wächst zur Zeit wie verrückt. Ja. Und Adriana hat offensichtlich den Ehrgeiz, es ihm nachzumachen. Ja. Sonst, tja, erinnerst du dich an die Übernahmegerüchte? Kannst du dir denken, wer seit einiger Zeit in Santa Barbara ist? Robert Barr. Und weißt du, wer gerade zur Tür reinkommt? Genau, Rick und Kelly. Ja, das werde ich sicher. Ich dich auch. Bis dann. Hallo, wo wart ihr denn? Oh. Ich hatte euch gestern schon erwartet. Naja, das Unwetter in P. de la Cresta. P.A. P.A. de la Cresta. Es war schrecklich. Die Straßen standen unter Wasser. Ja, und, hör zu, es tut mir leid, aber ich würde gern duschen und ein bisschen was essen. Ich bin hungrig wie ein Wolf, okay? Also... Dann kann ich ihm ja den Umschlag in den Bürosafe packen, oder? Nein, ich würde ihn lieber in den Hotelsafe packen, Kelly. Aber das ist ziemlich teuer und es macht mir wirklich nichts aus. Ich nehme dich aber ungern in Anspruch. Also dann. Hallo, Rick. Bis dann, Rick. Was war das eben? Oh, der Umschlag, der muss gut aufbewahrt werden für Ricks Vater. Das meinte ich nicht. Seit wann seid ihr zwei so nett zueinander? Sind wir das? Wirklich? Nein. Nein. Was ist, wenn du ihn umbringst? Ja, was soll dann sein? Sag schon. Das kann ich dir genau sagen. Es wird Jenny nicht wieder lebendig machen. Aber du wirst früher oder später in Teufels Küche kommen. Und das weißt du. Hallo. Guten Morgen. So gut auch wieder nicht. Tust du wieder so, als würdest du schlafen? Tut mir leid, wenn du unglücklich bist. Ach ja, wirklich. Du bist gestern Nacht sehr spät wieder hier gewesen und hast kein Wort gesagt. Was erwartest du von mir? Was hast du eigentlich gegen mich, Laura? Nichts, das weißt du doch. Was hat sich geändert? Ich vielleicht. Aber dann war es doch wieder wie früher. Inwiefern? Ach, ich weiß es nicht. Laura, bist du mir untreu gewesen? Nein. Okay, bitte entschuldige die Frage. Wieso fragst du so etwas? Weißt du, das ist wirklich komisch. Sehr viele Dinge, auf die ich früher vertraut habe, die sehe ich inzwischen anders.
Irgendwie erinnert das an unsere moderne Technik. Du verlässt dich auf sie. Das ist wie mit den Fahrstühlen. Du gehst davon aus, dass sie immer funktionieren, aber... Tatsache ist, dass sie ausfallen können. Ich hab dich überall gesucht. Was denn, du bist wieder da? Ja, ich dachte schon, ihr werdet umgezogen. Es war niemand zu Hause. Nein, ihr Mom hatte eine Verabredung. Wieso früh am Morgen? Normalerweise schläft sie doch jetzt noch. Also, es wurde langsam Zeit, dass du wieder nach Hause kommst. Ach ja, und wieso? Du solltest Mom einiges klar machen. Ja, aber was? Du solltest ihr sagen, dass du ihr Freund bist und niemand anderes. Vielleicht hat sie das ja vergessen. Kann ja sein. Brandon, gibt es da einen anderen? Na toll. Wie lange bin ich eigentlich weg gewesen? Eine Woche? Ich spreche mit dir. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, wenn ich es dir sage. Brandon, wie geht's? Alles in Ordnung? Ich hasse Erwachsene. Tja, du kannst mir glauben, manchmal da geht es mir genauso. Sie verhalten sich, als wären sie zwei Personen. Ja, das kann vorkommen. Und eine von ihnen ist nett. Und die andere ist weniger nett. Eine von ihnen kümmert sich um dich und die andere nicht. Von der einen denkst du, du kennst sie ganz gut und vor der anderen fürchtest du dich fast. Michael? Michael! Michael? Was tun Sie denn hier? Ich breche gerade hier ein. Och, soll ich helfen? Nein, ich mach das schon. Danke. Wahrscheinlich kann Michael von Glück sagen, dass er nicht da war, als Sie hier aufgetaucht sind. Jedenfalls ist Ihr Timing hervorragend. Die beiden sind offenbar immer da, wo ich gerade nicht bin. Welche beiden? Meine Frau und ihr Bruder. Lieben, kommen Sie, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Mein Bruder ist nicht der Typ, der verheiratete Frauen verführt. Offenbar macht er in meinem Fall eine Ausnahme, kann das sein? Sie können ihn doch fragen. Gehen Sie zu ihm und fragen Sie. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er mir die Wahrheit sagen würde. Dann fragen Sie doch Ihre Frau. Wahrscheinlich sind die zwei einfach nur gute Freunde. Was meinen Sie? Oder vielleicht gehören die beiden einem geheimen Club an. Möglicherweise ist das die Erklärung für alles. Und ich bin schlicht und einfach hysterisch und mache mir... völlig unnötige Gedanken. Niemand nennt sie hysterisch. Hören Sie, vielleicht ist die Freundschaft zwischen den beiden etwas zu intensiv, aber eine Affäre ist es auf gar keinen Fall, das ist sicher. Und Sie meinen nicht, dass der Unterschied zwischen einer intensiven Freundschaft und einer Affäre minimal ist? Also, wenn Sie einer schwangeren Frau diese Frage stellen, dann wird sie Ihnen sagen, nein, der Unterschied ist gewaltig. Okay. Was hätten Sie denn getan, wenn Michael hier gewesen wäre? Ich hätte ihn sehr wahrscheinlich angeschrien. Oh, und Sie meinen, Sie hätten sich besser gefühlt, nachdem Sie ihn angeschrien hätten? Nein. Was ist denn? Ach, gar nichts. Das Baby streckt sich hin und wieder ein wenig. Darf ich? Ja, aber vorsichtig. Oh ja. Na also, ich hab's doch gewusst. Wo bist du gewesen? Ich hatte ein paar Sachen zu erledigen. Ich hab mir schon Sorgen gemacht.
Bei einer Summe von $300 für den Zimmerservice hast du auch allen Grund. Oh, das wollte ich eigentlich schon gestern erledigen. Hier. Was ist? Kriege ich jetzt einen Kuss? Wer hat dir das Geld gegeben? Mein Boss. Schreibst du neuerdings Horoskope? Robert Barr ist mein Boss. Woher hast du das Geld, Sandra? Gestohlen habe ich's nicht und schon gar nicht von dir. Wieso fragst du? Abgesehen davon glaube ich nicht, dass dein Geld hier rumliegt. Das Einzige, was hier einfach rumliegt, ist dein zweiter Zimmerschlüssel und auf den werde ich in Zukunft besser aufpassen. Sei doch nicht gleich sauer. Ich dachte, du freust dich, wenn ich hier bin. Das ist alles. Ich bin nicht sauer, okay? Aber apropos liegen, Sandra. Gute Idee, Schatz. Ich leg mich jetzt hin. Und zwar allein. Ich dusche und leg mich hin. Wirklich? Okay. Ganz allein? Ich sollte mein Bett sparen. Nein, und zusammen. Woher stammt das Geld? Glaub mir doch. Von Robert Barr. Er denkt, er hat Verwendung für meine speziellen Talente. Du hast doch selber gesagt, ich bin eine Goldmine, wenn jemand weiß, was er will. Und was genau hat er von dir gewollt? Ich bin nicht käuflich. Oder etwa doch? Keine Angst. Ich habe mich für dich aufgehoben. Nur für dich. Nicht ganz so schnell, okay? Ich würde mich gern erstmal gründlich duschen. Wieso denn? Ich würde ungern wie ein Penner riechen, wenn du mich Mr. Barr vorstellst. Barr? Der Börsenhai. Und er hat ausgerechnet uns im Visier. Er macht dir sicher keine Ferien. Solche Leute machen nie Ferien. Hat er sich schon gerührt? Mm-mm. Noch nicht. Allerdings werde ich sofort davon unterrichtet, wenn jemand größere Aktienkäufe tätigt. Ich glaube zwar, dass er Strohmänner benutzen wird, aber wer weiß. Und Daddy? Er weiß nur, dass Barr in der Stadt ist. Oh, das dürfte reichen, um seinen Blutdruck in die Höhe zu treiben. Die beiden können sich nicht ausstehen. Ja, aber ich will auf keinen Fall, dass Daddy sich da einmischt. Das ist meine Firma und ich werde mit diesem Robert Barr allein fertig werden, ohne Daddy. Abgesehen davon wäre da auch noch Mason. Mag sein. Allerdings habe ich da meine Bedenken. Was? Warum denn? Hm. Vergiss Mason und pack lieber aus. Ja? Mhm. Ich habe gedacht, du könntest hier wohnen, solange Cruz noch verreist ist. Und du meinst, ich soll hier bleiben? Ja, sicher wirst du das. Ich brauche alle Hilfe, die ich kriegen kann. Abgesehen davon gehört die Firma in gewisser Weise auch unseren Kindern. Ein Grund mehr, die Aktienmehrheit zu behalten. Und wir behalten sie. Robert Barr wird sich noch wundern. Ja, wenn alles gut geht. Wenn. Kein Wenn und Aber. In den letzten Jahren hatte ich nur Pechsträhnen und irgendwie weiß ich, dass ich von jetzt an nur noch Glück haben werde. Gut. Das ist die richtige Einstellung. Hör auf, dich lustig zu machen. Gut. Vorsicht, jetzt kommt eine Stufe, okay? Stoß dich nicht. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Behalte deine Augen zu. Fertig. Okay, aufmachen. Das ist dein Haus. Das hatte ich mir gedacht. Na komm schon, sieh dich doch mal um. Oh Mann. Was tust du? Ich sehe mich um, das sollte ich doch, oder? Und wonach soll ich mich umsehen? Fällt dir gar nicht auf, dass das Haus fast fertig ist? Natürlich ist mir das aufgefallen. Jemand hat sich anscheinend große Mühe gegeben. Du stehst vor ihm. Du warst das? Ja. Komm schon. Was meinst du mit komm schon? Das heißt Bravo. Es sieht toll aus. Wahrscheinlich verdoppelt ihr euer Geld. Welches Geld? Das Geld, das ihr für das Haus bezahlt habt. Heather ist ausbezahlt worden. Das Haus gehört jetzt mir. Das war sehr geschickt von dir. Wahrscheinlich machst du ein gutes Geschäft damit. Die Frage ist nur, was Heather dazu sagen wird. Wolltest du mich nun zum Frühstück einladen oder nicht? Oh. Ich bin jetzt kurz davor zu verhungern. Oh, ich verstehe, da liegt das Problem. Na gut, vielleicht sollte ich dir alles andere erst dann erklären, wenn du etwas im Magen hast. Einverstanden? Alles andere? Was denn? Das verrate ich dir später. Wieso gehen wir nicht runter an die Strandbar und Nein, du isst ein Chili-Omelett? Es ist heute zu neblig und außerdem viel zu kalt. Gut, dann erzähle ich es dir woanders. Was denn nun bitte? Oh, na also, jetzt wirst du plötzlich neugierig, oder täusche ich mich? Scott, du hast mich hierher gebracht, weil ich das Haus besichtigen sollte, oder? Genau. Und du wolltest, dass es mir gefällt. Also hast du irgendwelche Pläne, oder sehe ich das falsch? Ich weiß nicht. Ah. Verstehe. Das war doch klar, oder? Du willst das Haus also nicht verkaufen? Wieso denn? Es steckt so viel Arbeit und Schweiß in diesem Haus. Sicher, aber wessen?
Celeste, erinnerst du dich nicht? Wir haben uns in diesem Raum kennengelernt. Ja, aber es ist nicht mehr das Haus, das Trainer Santino mal gehört hat. Nein, ist es nicht. Und deshalb könnte es uns gehören. Ich möchte, dass du mit mir hier einziehst. Und hier ungefähr ist es passiert? Ja. Und Sie hatten ein bisschen getrunken, richtig? Ja. Gut, wir werden uns an Sie wenden, falls noch Fragen auftauchen sollten. Wie gut kanntest du Leo Mitchell? Ich kannte ihn gar nicht. Du lügst. Ich kannte seinen Namen aus der Presse, als ich noch in Boston war. Er war dein Liebhaber, genauso wie Michael Donnelly, gib's zu. Nein, Ethan, du verstehst nicht. Ich kannte Michael, ja, aber ich... Und Leo Mitchell. Ich wusste von ihm, aber ich wusste nicht, wer er war. Ich kannte ihn wirklich nicht, glaub mir. Also wie bei uns beiden. Ich kenne deinen Namen, doch ich weiß nichts über Michael oder Leo oder Jamie. Jamie war mein Sohn. War? Was hast du getan? Hast du ihn abserviert, genauso wie du mich jetzt abservierst? Er ist tot, Ethan, bitte. Laura, ich will doch nur, dass du mir alles erzählst. Leo Mitchell hatte Jamie entführt. Aus Rache an Michael. Michael wohnte bei mir. Er erschoss Leos Bruder. Und als Michael Leo stellen wollte, da gab es einen Unfall. Hallo? Mrs. Asher? Ja, wer ist dran? Lieutenant Boswell. Ist Ihr Gatte da? Nein, nein, tut mir leid, er ist nicht da. Soll er Sie nachher anrufen? Wissen Sie, wo ich ihn erreichen kann? Die Angelegenheit ist sehr dringend. Nein, ich weiß nicht, wo er ist. Könnten Sie mir vielleicht sagen, worum es geht? Ja, es geht um Leo Mitchell. Sie können ihm ausrichten, dass wir einen Augenzeugen haben. Er weiß schon, was ich meine. Mrs. Asher? Mr. Barr, meinen Kaffee trinke ich schwarz mit Zucker. Robert, legen Sie das Schmierblatt da weg und hören Sie uns lieber zu. Dieses Schmierblatt liefert mir hin und wieder ein paar wichtige Informationen im Gegensatz zu Ihnen. Und es kostet auch erheblich weniger. So etwas sagt er ständig. Wer ist das? Rick Castillo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie lernen mich nicht kennen, Sie schenken mir Kaffee nach. Nein. Sie verwechseln mich anscheinend mit dem Kellner. Rick ist ein sehr guter Freund von mir. Er hatte den Wunsch, Sie kennenzulernen. Alle erfolgreichen Geschäftsleute sind im Moment sehr gespannt darauf, was Sie als nächstes unternehmen werden. In welcher Branche waren Sie denn erfolgreich? Im Warentermingeschäft. Überwiegend im Ausland. Ich habe ihn beraten. Ich dachte, Sie könnten möglicherweise einen Mann mit Ricks Talenten gebrauchen. Nein, ich wüsste nicht, wofür. Sie wissen nicht, was er alles kann. Eins wissen Sie offenbar nicht, wann es Zeit wird zu gehen. Sandra, ich glaube, Mr. Barr hat kein Interesse an mir. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Robert, ich rede mit Ihnen. Nein, das denken Sie nur. Komm jetzt. Hallo, ihr zwei. Guten Appetit. Weißt du eigentlich, mit wem du da geredet hast? Ja. Ist das denn etwa verboten? Du machst Feuer? Ja, wie du siehst. Du hast dich doch die ganze Zeit darüber beklagt, dass du frierst. Oh, das ist der Nebel. Jedes Mal, wenn ich nach draußen sehe, wird mir kalt. Also, was sagst du nun? Ich finde, dass das Schlafzimmer wirklich fantastisch ist und nicht nur das Schlafzimmer. Danke. Aber eins verstehe ich nicht ganz. Und was? Wieso ist eigentlich der angrenzende Ankleideraum leer? Du hast alle Regale entfernt, alle Kleiderstangen. Du hast ihn ausgeräumt. Ich dachte, wir nehmen ihn als Kinderzimmer. Das hatte ich fast erwartet. Wieso? Hast du was dagegen? Nein, wie könnte ich? Immerhin ist es dein Haus. Celeste, du... Ich habe über ein paar Sachen nachgedacht, als ich oben war. Erstens ist das Baby noch gar nicht geboren. Und zweitens ist es absolut unwahrscheinlich, dass man dir das Sorgerecht für das Kind zuspricht. Ich halte es durchaus für möglich. Ja,
Und wenn das nicht läuft, denkst du, dass wir Kinder kriegen. Nur weißt du doch, dass das bei mir möglicherweise nicht geht. Ich sehe das im Gegensatz zu dir etwas optimistischer. Ist dir eigentlich klar, was für einen wahnsinnigen Druck du damit auf mich ausübst? Was geschieht, wenn ich wirklich keine Kinder kriegen kann? Dann wachen wir jeden Morgen auf und sehen diese Häschentapete im Kinderzimmer. Und ich habe jedes Mal Depressionen. Hör zu, Schatz. Auch wenn Heather vor Gericht gewinnt, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie etwas dagegen hat, wenn das Kind hin und wieder mal bei uns bleibt. Ach ja? Kannst du jetzt schon hell sehen? Nein, aber ich kenne sie sehr gut. Heather hat eigentlich nie Kinder haben wollen. War das der Grund, aus dem ihr euch getrennt habt? Abgesehen von mir? Eine Rolle hat es schon gespielt. Dann hättest du ja alles. Du hättest das Haus und das Baby, dann fehlt dir nur noch Heather. Warte mal, was willst du damit sagen? Ich meine, ich kann sie direkt hören. Gut, Celeste, erst stiehlst du mir meinen Mann und dann auch noch mein Haus. Und sie hätte nicht ganz Unrecht damit. Aber dir kann doch völlig egal sein, was Heather denkt. Ja, sicher. Solange du nicht dasselbe denkst. Ich dachte, du wärst essen gegangen. Willst du mich etwa hier stehen lassen? Nun, das ist dein Hotel. Komm rein. Willst du einen Drink? Willst du dich ausziehen und vielleicht ein bisschen vom Fenster tanzen? Wieso redest du mit Robert Barr? Weil er da war. Worüber habt ihr gesprochen? Über amerikanische Hotels, speziell über euer Hotel. Woher kennst du Barr? Durch diesen Kettenbrief. Woher kennt Sandra ihn bloß? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir keine Freunde mehr sind. Das Gefühl habe ich auch. Ihr führt doch was im Schilde. Absolut nicht. Was meinst du? Ich will nur das, was wir alle wollen. Klar, ein Zimmer mit Aussicht und ein bisschen Komfort. Ein Job? Also wenn du einen Job suchst, dann... Willst du mich einstellen? Vielleicht als Bürobote oder als Privatsekretär? Immer noch zu. Über einen gewissen rudimentären Anstand scheinst du also noch zu verfügen. Spar dir deine Sprüche für jemand anderen. Vielleicht verrätst du mir lieber, was du mit diesem Robert Barr vorhast. Gar nichts. Ich würde nur gern rauskriegen, was er mit uns vorhat. Ich wusste gar nicht, dass du Besuch hast. Aber wenn das jetzt sein Umgang ist, dann kann man ja einiges erwarten. Komm, Kelly, so redet man nicht über eine Lady. Welche Lady? Oh, danke. Wieso kannst du eigentlich nicht länger als 10 Minuten deine Kleider anbehalten, hä? Hab ich dich kompromittiert? Befürchtest du etwa, dass Kelly Capwell jetzt noch weniger von dir hält? Das ist unmöglich. Oh, verstehe. Was wolltest du von ihr? Sie kam zu mir. Ach, aber wenn du sie siehst, hast du immer so einen eigenartigen Schlafzimmerblick. Kelly ist eine attraktive Frau, auch wenn es dir nicht passt, okay? Sie ist zu blöd für dich, Rick. Hübsch, aber dämlich. Du kannst sie bloß nicht ausstehen. Wieso gibst du das nicht einfach zu? Auf jeden Fall hat sie Geld, oder nicht? Vielleicht verschafft sie dir ja einen Job als ihr Sekretär. Dann kann sie den ganzen Tag von dir angehimmelt werden. Was ist denn? Hast du wieder eine Vision? Was ist da drin? Nichts für dich. Was da drin ist, geht dich überhaupt nichts an. Hör endlich auf, dich in meine Angelegenheiten einzumischen. Ich besorg dir alles, was du willst. Außerdem kann ich dich glücklich machen. Kelly nicht. Das Einzige, was du machen kannst, Lady, sind Schwierigkeiten. Und jetzt verschwinde. Hallo? Michael, wo warst du? Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Ich bin schon 3-mal hier gewesen. Als ich heute Morgen hier war, war Ethan Escher in der Wohnung und hat alles durchgewühlt. Und wieso hat er alles durchwühlt? Weil er denkt, dass du etwas mit seiner Frau hast. Ah, aber das ist Unsinn. Ich weiß, und genau das habe ich ihm auch gesagt. Noch etwas, Michael. Hebst du nicht hier normalerweise deine Waffe auf? Wie kommt es, dass sie weg ist? Oh, du hier? Dann muss es ja sehr wichtig sein. Ich fand es nicht gut, wie wir uns vorhin getrennt haben. Das wäre nicht das erste Mal, oder? Da hat jemand für dich angerufen. Lieutenant Boswell, aber ich nehme an, du weißt schon Bescheid. Ja, natürlich. Aber danke. Der Lieutenant sagte etwas über einen neuen Zeugen. Ja, so ist es.
Entschuldigung, soll ich nachher wiederkommen? Nein, meine Frau wollte ohnehin gleich gehen. Okay. Tja, ich danke dir für den Besuch. Und vergiss nicht, die Tür zu schließen, okay? Mrs. Asher? Hallo. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Also, Sie wissen, was wir von Ihnen wollen. Ja, aber in dieser Nacht war es sehr neblig. Man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Also, was haben Sie da gemacht? Also, mehr oder weniger wohne ich da. Ich bin da jede Nacht. Er hat eine Menge getrunken. Ja, das hält mich warm, wissen Sie? Und dann sah ich diesen Kerl da. Zuerst habe ich gedacht, ich kenne ihn. Als ich aber dann auf ihn zuging, sah ich, dass es ein Fremder war. Und als er mich gesehen hat, ist er sofort im Nebel verschwunden. Okay, ich werde Ihnen jetzt ein paar Fotos zeigen. Vielleicht erkennen Sie den Kerl wieder. Der Typ da ist es. Das kann nicht sein. Der Bursch ist im Gefängnis. Sind Sie sicher? Absolut. Ist das hier sein Name? Leo Mitchell? Reden Sie weiter. Naja, und dann kriegte ich plötzlich Angst. Der Bursche kam mir irgendwie bedrohlich vor. Also ging ich wieder zurück und da hörte ich dann den Schuss. Sind Sie sicher, dass es ein Schuss war oder ist das nur eine Vermutung von Ihnen? Ich bin ganz sicher, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Aus welcher Richtung ist der Schuss gekommen? Weiß nicht, aber im Nebel streuen alle Geräusche. Ich dachte, hey, vielleicht ist das so ein Waffennarr. Also habe ich versucht zurückzulaufen, ohne ihm zu begegnen. Aber ich bin über ihn gestolpert und hingefallen. Hat er was gesagt? Er hat gar nicht geatmet, da bin ich ausgerastet. Ich bin einfach weggelaufen, aber dann sagte ich mir, hey, wer weiß, vielleicht ist er gar nicht so tot, wie er aussieht. Und vielleicht braucht er einen Rettungswagen. Also bin ich wieder zurückgelaufen, um zu sehen, ob er noch am Leben ist. Aber als ich da ankam, da war der Bursche auf einmal verschwunden. Sahen Sie Fußabdrücke? Nein, weggelaufen ist er nicht. Wahrscheinlich hat ihn jemand weggeschleppt. Wer? Hören Sie, sehe ich etwa so aus wie Columbo? Haben Sie noch jemanden gesehen? Ja, da war noch einer, aber der ist häufig unten am Strand. Ah, also Sie kennen ihn? Ja, der Typ hängt ständig am Strand. Genauso wie ich. Kennen Sie seinen Namen? Sagen Sie ihn mir. Donnelly. Michael Donnelly. Ich habe nichts dagegen, irgendwo mit dir zu wohnen. Ich will nur nicht in einem Haus leben, wo ich überall auf Spuren von dir und Heather stoße. Ich weiß nicht, welche Spuren hier existieren sollen. Sie hat nie hier gewohnt. Sie hatte auch nie den Wunsch, komm, hier zu wohnen. Komm schon, Scott, ihr beide habt dieses Haus hier gekauft oder etwa nicht? Ihr beide habt gemeinsam den Umbau organisiert. Du kannst doch nicht abstreiten, dass es in gewisser Weise ihr Haus war. Großartig. Und was folgt daraus? Soll alles so weiterlaufen? Willst du weiter bei deinen Schwestern wohnen? Wieso ziehen wir nicht in ein Apartment? Wozu? Wir haben hier ein schönes Haus und es gibt absolut keinen Grund, woanders zu wohnen. Das hier ist Heathers Haus und nicht meins. Verstehst du? Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, ich hatte damals eine ganz ähnliche Unterhaltung in diesem Raum hier, und zwar mit Heather. Sie wollte hier nicht einziehen, weil sie wusste, dass wir uns hier kennengelernt haben. Sie hat damals genauso argumentiert wie du. Das ist wirklich ein Witz. Was hast du ihr gesagt, Scott? Hab dich nicht so? Celeste bedeutet mir nichts mehr? Was hättest du ihr denn anderes sagen können? Und wahrscheinlich ist euer Kind hier gezeugt worden. Gib's ruhig zu. Toll. Weißt du, was für eine Belastung das für uns beide sein wird, wenn wir hier wohnen werden und ich wirklich keine Kinder kriegen kann? Ich werde nicht in dieses Haus ziehen, nein. Warte mal, warte doch bitte. Du redest dir da etwas ein. Das ist kein Hexenhaus. Es ist aus Holz und Stein und du tust, als würde es hier spuken. Sehr richtig, es spukt hier. Das Haus wird immer Heathers Haus sein. Und egal, wie lange wir hier wohnen, es wird es bleiben. Begreif das doch endlich. Öffnen Sie bitte mal, Renfield. Wenn es zwei Beine hat und ein Alter zwischen 16 und 96, bin ich nicht zu sprechen. Ich möchte gern zu Mr. Barr, bitte. Ich vermute, für dich ist er zu sprechen. Komm rein. Macht es dir sehr viel aus, dein Fahrrad draußen zu lassen? Würden Sie Ihre Brille draußen lassen? Tja, wer ist denn das? Ich hoffe nur, du willst nicht auch einen Job. Mein Name ist Brandon. Ich würde gerne wissen, ob Sie meine Mutter heiraten werden. Nein. Was wollen Sie dann von ihr? Wer ist deine Mutter? Gina Timmons.
Oh, ich verstehe. Ich finde, wenn Männer miteinander reden, gehört unbedingt ein Drink dazu. Ja, aber wahrscheinlich haben sie keine Milch. Wieso denn nicht? Es ist mein Lieblingsgetränk. Mein Stiefvater konnte ohne Milch gar nicht leben. Er ist in Mexiko und vielleicht kommt er wieder. Also passen Sie ja auf, was Sie tun. Lassen Sie bloß die Finger von meiner Mutter. Hör zu, Brandon. Deine Mutter und ich sind Geschäftspartner, das und nicht mehr. Ich bin nicht dumm für mein Alter. Auch wenn ich es wäre, würde ich Ihnen das nicht glauben. Geschäftspartner, dass ich nicht lache. Vergessen Sie die Milch, ich will keine. Ich habe Sie gewarnt. Welche Firma in Santa Barbara hat internationale Verbindungen? Stellt elektronische, pharmazeutische und chemische Artikel auf der ganzen Welt her und wird seit einigen Monaten von einer äußerst dümmlichen Blondine geführt, deren einzige Arbeitserfahrung das Fallen ihrer Fingernägel war. Stellen Sie vielleicht Mrs. Capwells Kekse wieder her? In wessen Hotel sitzen wir hier? Capwell Enterprises? Ist das Bars Ziel? Sehr richtig, so ist es. Und das habe ich aus erster Hand. Das reicht nicht für eine Story. Wieso können Sie mir nicht 3 Zeilen in Ihrer Finanzkolumne geben? Sie könnten drucken, anonymer Informant sagt. Na kommen Sie schon, nennen Sie mich doch einfach Informant. Ich hab was Besseres. Wie wär's denn mit Großmaul? Amüsierst du dich? Barney, du bist wieder da. Ich will seinen Namen, sonst kann ich den Kerl nicht umbringen. Wen? Wen? Das fragst du noch, diesen Burschen natürlich, den du schamlos in aller Öffentlichkeit triffst. Was denkst du dir eigentlich? Oder willst du mir etwa weismachen, dass das kein Rendezvous war? Nee, das war kein Rendezvous. Es ging um Geschäfte. Oh, also das Einzige, was du Robert Barr anzubieten hättest, sind Naturalien. Barney, würdest du dich bitte setzen? Ich werde dir alles erklären. Da bin ich ja gespannt. Jetzt hör mal zu. Ich habe einen Job, okay? Ich hielt es für besser, wenn ich ein bisschen beschäftigt bin. Oder wäre es dir lieber, wenn ich während deiner Abwesenheit auf dumme Gedanken komme? Hm? Und was für einen Job? Eine Art Teilzeitjob. Oh. Und wie darf man das bitte schön verstehen? Ich arbeite für Robert Barr. Was sagst du jetzt? Oh, gut. Klingt wirklich gut. Was tust du? Brutzelst du Mikrochips in deinem Ofen? Brandon! Hallo, Mom. Cowboys nehmen ihre Pferde normalerweise auch nicht mit ins Restaurant. Ich bleib nicht lange. Ich wollte dir nur kurz sagen, dass Robert Barr uns von jetzt an keinen Ärger mehr machen wird. Oh! Wofür war das? Das war für deinen schlechten Einfluss auf dieses Kind. Hast du Barr mit deinen sizilianischen Freunden gedroht? Ich war oben in seinem Zimmer und habe ihm gesagt, er soll dich in Ruhe lassen, wenn er an seinem Leben hängt. Hör ich richtig? Er wohnt hier im Hotel? Au! Robert Barr ist mein Freund. Hört endlich auf, euch in mein Leben einzumischen. Wieso nicht? Du machst doch genau das Gleiche. Sie... Oh, hör auf damit! Schlag ihn! Ihn? Spinnst du? Komm, Brandon. Wir sind hier nicht erwünscht. Wo ist der Kerl und was tun Sie hier? Sie sind im falschen Zimmer. Mir ist egal, wie viele Millionen er hat und auch wie viele Frauen schwach werden, wenn er mit seiner Brieftasche winkt. Hat seine Mama ihm nicht gesagt, dass das Leben kein Bazar ist? Ich schreibe ihm ein Memo, Sir. Hey, nicht alles im Leben kann man einfach mit Geld bezahlen, ist das klar? Schon gar nicht, wenn es läuft, redet und ein Kind hat. Was denkt dieser Kerl sich eigentlich, dass er alles kriegt mit seinem Scheckbuch? Denkt er vielleicht der Name Robert Barr? Macht ihn zur menschlichen Kreditkarte? Wer ist denn das jetzt? Ich bin Robert Barr. Ich hoffe, Sie haben zugehört. Er denkt, dass Ihre Mutter Ihre Erziehung vernachlässigt hat. So ist es. Das liegt einfach daran, dass sie zu früh gestorben ist. Verstehe, das erklärt einiges. Aber ich bin sicher, Ihre Mutter hat nicht gewollt, was Sie hier mit anderen Müttern anstellen. Ich glaube, Ihr Name ist Bunny. Woher wissen Sie das? Wie? Bunny, der Kerl, der Frauenkleider trägt. Ich habe noch mehr im Auto. Aber du hast doch Nein gesagt. Du liebst das Haus und du willst es behalten. Aber du nicht. Nein. Aber ich liebe dich. Und ich will dich behalten. Liebling. Das war kein Ultimatum. Vielleicht war dein Vorschlag vorhin gar nicht so schlecht.
Wir mieten eine Wohnung, dann gehört sie uns beiden und nicht nur... Nein, du hattest recht. Das wäre dir gegenüber nicht fair. Du sollst nicht dafür bestraft werden, dass ich nie etwas zurücklegen konnte. Das wäre wirklich nicht fair. Nein, es geht dabei nicht um Geld. Doch, irgendwie schon. Du hast so hart für dieses Haus gearbeitet. Du verdienst es. Und es hat dich inzwischen so viel gekostet. Hör zu, Liebling, ums Geld geht es mir überhaupt nicht. Ich will, dass wir hier beide einmal zu Hause sind. Und das werden wir. Im Grunde ist es doch völlig egal, wer vor uns hier in diesem Haus gelebt hat. Ob es Heather war oder Trainer Santino, das spielt keine Rolle. Es gibt überhaupt keinen Ort auf der Welt, an dem nicht schon mal jemand gelebt hat. Wir werden hier wohnen. Und wir werden hier sehr glücklich sein, Scott. Ich liebe dich. Michael. Du musst die Stadt unbedingt so schnell es geht verlassen. Nein, das kommt nicht in Frage. Du weißt Bescheid? Ich weiß, dass Ethan mich bald suchen wird, ja. Ach, dann solltest du dich beeilen und verschwinden. Wahrscheinlich ist er schon auf dem Weg hierher. Du darfst keine Zeit verlieren. Aber auch wenn er dich finden sollte, du kannst immer noch alles abstreiten. Ich meine, dieser Zeuge war betrunken und es war neblig und dunkel. Er kann eigentlich nicht sehr viel aussagen. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Welcher Zeuge? Bone. Er hat ausgesagt, dass er dich in der Nacht, in der Leo getötet wurde, am Strand gesehen hat. Leo ist tot. Wir haben keine Zeit, darüber zu reden. Du musst auf der Stelle hier verschwinden. Jetzt hör erst mal zu. Was immer auch passiert, du brauchst keine Angst zu haben. Du hast nichts zu befürchten. Verstehst du? Ach, wieso? Ich habe keine Angst vor Ethan. Nein, ich meine auch nicht deinen Mann. Ich meine den Bezirksstaatsanwalt. Oh mein Gott. Sei ganz ruhig. Du brauchst keine Angst zu haben. Lass mich nur machen, okay? Da ist ja meine Frau. Das ging aber schnell. Hören Sie, Escher, was auch immer Sie jetzt sagen wollen. Warten Sie noch. Ich werde mit Ihnen reden. Aber nicht jetzt, nicht in diesem Moment. Gut. Wissen Sie, weshalb meine Frau schneller hier war als ich? Weil ich mir erst noch einen Durchsuchungsbefehl besorgen musste. Ich darf doch mal. Wenn du dich jetzt schämst, hast du allen Grund dazu. Ich schätze... Ich komme dir ziemlich lächerlich vor. Ja, da hast du recht. Wieso hast du nichts gesagt? Habe ich ja, du hast nicht zugehört. Gut, aber eins könntest du mir doch mal erklären, bitte. Wieso kommst du eigentlich dazu, über gewisse Dinge zu plaudern, hä? Ich weiß wirklich nicht, worüber du redest. Trink doch einen Schluck. Ich dachte, wir wären uns über ein paar Dinge einig gewesen, oder? Dinge, die niemanden etwas angehen. Hör zu, Barney. Ich hatte nichts mit Robert Barr. Er interessiert mich. Er ist einfach ein interessanter Mann. Und dein Interesse an mir, hä? Was bin ich denn in deinen Augen? Ein ausgeflippter Transvestit in einer Tuntenbar? So eine Art Clown vielleicht? Der Mae West imitiert, weil er damit Anschluss finden will? Nein, Barney, natürlich nicht. Du bist mein bester Freund. Du... Hast dich eben manchmal nicht im Griff? Dann hast du ein Problem weniger. Ich verrate dir auch gleich, weshalb, weil sich von jetzt an unsere Wege trennen werden. Dann brauchst du dir auch das Lachen nicht mehr zu verkneifen, wenn du mich siehst. Ist doch schön, nicht wahr? Du kannst dich ruhig über mich totlachen, weil ich einfach nicht mehr da sein werde, weil ich verschwinden werde, okay? Und falls du mal Lust hast, mit jemand anderem über mich zu lachen, dann gehst du einfach zu Robert Barr. Leb wohl. Sippin' to the velvet glove.
ich bin's. Tut mir leid. Fast schon hypnotisch, nicht? Was? Der Dunst. Wie er alle Konturen von den Dingen auflöst. Wie er alles verschwinden lässt, was eben noch da war. Ja, das tut er. Was läuft hier eigentlich, Ethan? Was denn, das weißt du nicht? Nein. Wieso bist du dann so schnell, wie du nur konntest, hierher gefahren, hm? Es ist doch ganz offensichtlich, was hier läuft. Deswegen waren sie ja schon heute Morgen hier, stimmt's? Aber sie täuschen sich gewaltig. Ich hab nichts mit ihrer Frau, Mr. Asher, ist das klar? Denken Sie wirklich, dass wir deswegen hier sind? Ich weiß nicht, warum Wenn Sie hier sind. Wenn das der Grund wäre, würde ich andere Methoden anwenden und vielleicht tue ich es Ethan. Noch. Ich weiß nicht genau, wonach wir suchen, aber irgendetwas Verdächtiges sehe ich nicht. Wir müssen nur die Augen offen halten. Wahrscheinlich ist es direkt vor unserer Nase. Ein Mann wie Dunnelly hat die Angewohnheit, den Rest der Menschheit zu unterschätzen. Um die Fingerabdrücke zu überprüfen, brauche ich vorher die Unterlagen über Mitchell aus Boston. Michael, Sie tragen eine Armbanduhr, richtig? Ja. Und wozu brauchen Sie dann noch eine Taschenuhr? Wie die hier. Wie war das eigentlich? Hatte nicht Leo Mitchell eine solche Taschenuhr? Bingo. L.M. Leo Mitchell. Mr. Dunnelly ist vorläufig festgenommen. Wieso? Auch ein Staatsanwalt braucht einen Grund. Ich bin davon überzeugt, dass Sie Leo Mitchells Mörder sind. Und ich werde es beweisen.